Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, sechster, hoffentlich vielleicht möglicherweise bester Teil. Schauen wir mal, was draus wird. Ich habe jetzt wieder mir die kurze Hose umgeschnallt. Logisch, wir haben einen Hitzeschub. Ja. Es ist unerträglich. Ich glaube, wir liegen sogar im zweistelligen Bereich. Also nicht mehr 9 Grad, sondern wir haben schon, glaube ich, bei 11 Grad plus. Also wenn das so weitergeht, ja, dann haben wir im Jänner haben wir wirklich unsere 85 Grad. Ich sage euch das, es ist unerträglich. Vorsichtshalber habe ich den Ofen dort einmal wieder ins Haus gestellt, weil ich glaube, der ist ein bisschen zu kalt. Ja. Also dort in den Eck ist relativ kalt. Hier ist es sehr warm. Also hier, wo ich sitze, ist es extrem heiß. Da ist der heiße Sessel. Und es tun sich derzeit großartige Dinge. Man bereitet natürlich schon für uns, aber nur aufgrund der Klimaerwärmung gewisse, die Preise steigen wegen des Klimawandels. Das weiß ich jetzt schon, das habe ich gelernt. Wir werden alle an Hitze zugrunde gehen, das wisst ihr auch schon. Also es ist immer gut, wenn man gut gebildet ist und am letzten Stand. Moment, ich erhalte gerade ein SMS. Ah, nein, das ist nicht, weil ich habe nämlich eine Frage gestellt bezüglich Genehmigung. Es war nämlich eine Dame so nett aus unserer Wandergruppe und hat für mich jetzt die ganze Schadensgeschichte, Unfallbearbeitung gemacht und so weiter. Also das ist ganz, ganz, ganz lieb. Ja, das sind halt Beziehungen, das hat nicht jeder. Also das ist doch von gewissen Vorteil. Also Wandern bringt auch Synergieeffekte. Ich will keine bevorzugte Behandlung. Ich möchte nur, dass das zügig abläuft. Also man nennt es bei uns auch Protektion, aber dieses Wort wollte ich jetzt nicht verwenden. Na, Scherz beiseite. Ja, worüber wollte ich sprechen? Die Feier, die wir am Samstag hatten, war großartig. Ich würde sogar sagen, das war die fantastischste Geburtstagsfeier, die ich jemals hatte. Also bin noch immer total fasziniert. Also das ist schwerst beeindruckend gewesen. Und diese Masse an wundervollen Eindrücken, das ist das, glaube ich, was das Leben wieder schön macht. Und ich habe euch ja heute auch diese, wie heißt die, BP, vielleicht hängt das mit dem Ölkonzern zusammen, ich weiß nicht, also BP Renegade Steel Orchestra, und wenn ihr denen bei der Arbeit zuschaut, die sind total glücklich, die sind im Hier und Jetzt. Ja, ich bin auch glücklich, ich habe wieder eine Birne gefunden, das könnte jetzt noch ausgehen. Ja, und die leben hier und jetzt. Ich bin ganz sicher, ja, etliche von denen, die in diesem Orchester da mitspielen, haben sehr bescheidene Verhältnisse. Also das heißt, die haben wahrscheinlich eine kleine Hütte oder also die verfügen jetzt nicht über weiß Gott welche Mittel, ja, aber sie leben im Hier und Jetzt, sind glücklich. Sie leben im Hier und Jetzt, oder auch wenn sie nicht glücklich sind, dann leben sie intensiv. Bei uns ist es so, dass wir halt in unserer sogenannten Zivilisation gelernt haben, immer weniger und weniger und weniger selber zu machen. Wir wurden im Laufe der Jahrzehnte immer weiter und weiter entmündigt. Es sind eben diese beiden gravierenden Ereignisse in unseren Breitengraden gewesen. Ich weiß, ich brauche da nicht viel dazu berichten, aber wisst ihr, 1914 bis 1918 und dann den zweiten haben wir auch noch und dazwischen ist auch noch sehr, sehr viel geschehen und danach ist besonders viel geschehen. Ja. Das heißt, man hat hier in unseren Breitengraden die gesamte soziale Struktur upside down auf den Kopf gestellt. Ja. Und das Problem dabei ist, dass wir sozusagen in eine Art Hänsel-Welt geführt wurden. Ihr wisst ja, Hänsel und Gretel. Hänsel wird sozusagen eingesperrt. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ja. Ich glaube, das ist eine Schutzlüge. Aber es war wurscht. Ja. Das Märchen erzählt das, dass der Hänsel von der bösen Hexe eingesperrt wurde und dort in seinem Käfig gemästet wurde. Er war dort in seinem Käfig und musste aus eigener Kraft nur verdauen. Ich weiß nicht, wie sie das dann mit dem WC erledigt haben. Vielleicht durfte der Hänsel auch, wie sagt man, beim Strafvollzug halt jeden Tag eine Stunde spazieren gehen. Details sind darüber nicht überliefert worden. Wir werden es auch nie herausfinden. Aber trotzdem befinden wir uns jetzt in dieser Rolle von Hänsel. Wir sind hier gefangen in Wohnsilos. Ja? Wir bekommen alles zugestellt. Es wird alles sozusagen uns aus den Händen genommen. Ich meine, ich spreche jetzt nicht von euch, ja, aber es soll Menschen geben, die sozusagen beim Wechseln der Glühbirne von der Leiter fallen. Soll alles schon vorgekommen sein. Ja? Also es geschehen merkwürdige Dinge. Gut, ich meine, Autogetriebe wirst du jetzt ganz wechseln müssen können, ja. Aber trotzdem, ich meine, ich kann mich erinnern, wir haben damals die Bremsbeläge immer selber
gewechselt. Und da haben wir uns dann gewundert, warum die Kiste nicht mehr stehen bleibt. Na, Scherz beiseite. Also das war, vielleicht haben wir die Bremsbeläge zu gut eingeölt. Kann sein, möglich ist alles. Aber auf jeden Fall, wir können heutzutage so gut wie wenig. Und das ist ein massives Problem. Die Leute wurden in dieses Hänsel-Dasein hineingeführt. Und vielleicht kommt daher auch der Begriff jemanden hänseln. Kommt das daher? Bitte, wenn du mir etymologisch da vielleicht auf die Sprünge hilfst. Ich behaupte es einmal, dass es so ist. Und sie haben damit Erfolg gehabt, indem unser Leben, also nicht in dem, oder doch, sie haben damit Erfolg gehabt, dass unser Leben immer komplizierter geworden ist. Und je komplizierter ein Leben wird, ja, desto unselbstständiger wird man und desto mehr ist man in das Kind-Ich gedrückt. Ja. Und dadurch sind wir dort, wo sie uns haben wollten, nämlich in einer absoluten Abhängigkeit, in absoluter Macht. Und das haben sie sich einfach schön vorgestellt. Sie haben sich gedacht, da lassen wir das Gemüse produzieren, da wird der Stahl produziert, da haben wir Hightech-Industrie, da werden Chips und also Kartoffelchips oder andere Chips, Erdnusslocken werden produziert und hier, die das Gemüse produzieren, da gibt es keine Stahlproduktion. Die wird, ihr wisst ja, mit Deutschland, Frankreich, damals mit der Europäischen Union, hier wird die Stahlindustrie großteils abgedreht, aber dafür haben sie Obst und Gemüse. Und jetzt sind sie aber von die abhängig. Und die sind wieder von deren Chips-Lieferungen abhängig, wo sie ja sagen, ja, hier bei uns können keine Autos mehr produziert werden, weil wir leider nicht in der Lage sind, in 2 Jahren eigene Mikrochips zu produzieren. Das verstehe ich auch. Ich meine, wenn es dumme Ausreden gibt, dann war das wahrscheinlich von den allerdümmsten unter den ersten 3. Aber das ist wurscht, das ist egal. Wir glauben das halt. Es steht in der Zeitung und dann muss es auch stimmen. Also bitte immer daran denken, all das, was in der Zeitung steht, das ist die Wahrheit. Es ist jetzt. Sieht man? Moment. Na, geht noch nicht, oder? Aber wir haben eine furchtbare Klimaerwärmung. Furchtbar und ganz wichtig, das Klima hier. Da haben wir es. Da dieses Klima. Das treibt die Preise in die Höhe. Ja, warum? Weil das Klima dort oben stattfindet. Und die Preise passen sich von hier nach oben an. Ganz logische Vorgänge. Ganz logisch. Das kann euch nur ein Professor oder Professorin für Klimatologie erklären. Ich bin da zu blöd dazu. Ich verstehe die Zusammenhänge nicht. Aber ich habe immer geglaubt, das hängt mit der Geldmenge und so einem Blödsinn zusammen. Aber so täuscht man sich. Das ist halt, wenn ein Laie schon wieder von einem Fachgebiet spricht, von dem man nichts versteht. Das ist halt, jetzt bimmelt das Telefon, aber ich werde nicht abheben, weil ich mache ein Video. Aber das bringt mich ziemlich aus dem Konzept. Gut. Mit diesen, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Verzeihung. Das ist der tödliche, ich bin im Sterbeprozess. Ich bin da schon so Wahnsinn. Und zwar, wo wir diese wunderschöne Feier hatten, habe ich festgestellt, dass wir mit ganz kleinen, einfachen, bescheidenen Mitteln, wir haben da wirklich auf Konservendosen geklopft, auf eine Waagel, ja, quasi auf einen Karton oder was auch immer, ja, alles, was da griffbereit zur Verfügung gestanden ist, improvisiert und es war trotzdem nett. Ja, es war trotzdem nett. Man braucht nicht High-End, super tolle Produkte, sondern es genügt die Geselligkeit, wenn man zusammen ist und das ist es ja. Hier wurde bei uns die Gesellschaftsordnung gespalten. Wir hatten damals Großfamilienverbände, ich habe erzählt, meine Großmutter hatte 13 Geschwister. Ja, in Floridsdorf, da war immer ein großer Aufmarsch. Ich habe keine Ahnung, wie die Onkel alle damals geheißen. Der Franz-Onkel, der Hans-Onkel, der Frede-Onkel, Tante Mitzi, Tante Silvia, keine Ahnung. Ja. Ich habe es erfolgreich alles schon vergessen. Ich wollte nur sagen, man hat sich getroffen, die Familie hat sich getroffen und heute werden wir zu Einzelgängern. Jeder schaut nur noch, also nicht jeder, ihr nicht, ja, aber wir kennen einige, bin ich wieder in einer Bushaltestelle vorbeigegangen, bei Auto habe ich keins, bin ich vorbeigegangen, 5 junge Leute und ratet mal, wie viele, ja, das wäre die Frage des Tages gewesen, ach Gott, weil da hätte ich 5 Antwortmöglichkeiten gehabt. Die Frage wäre gewesen, wie viele Kinder haben in ihr Satansphone so vorgebeugt gestarrt? Ein Kind, 2 Kind, 3 Stück Kind, 4 Stück Kind oder 5. Ihr werdet es nicht erraten. Und ich werde es auch nicht, ich werde euch auch die Lösung, naja, vielleicht morgen sollte ich dran denken, aber ich werde es eh vergessen haben. Ja, eines habe ich nicht vergessen, morgen 15 Uhr bitte wieder Endstation Rodan. Treffen wir uns wieder, gehen wir ein bisschen wieder, ja,
Eine einfache Strecke. Ich habe schon Regen angefordert, also dass es uns nicht so langweilig sein wird, damit sozusagen die Klimakatastrophe, weil Klimaerwärmung darf man nicht mehr sagen, damit die Klimakatastrophe ein wenig erträglicher wird, dass es sozusagen ein bisschen kühlt. Ja? Oder nein, auch blöd wird. Da haben wir wieder diesen nicht Sauna-Effekt, sondern Dampfkammer-Effekt. Weil sobald ein Regentropfen da aufkommt, ich hab Wärmeschutz. Bekleidung, gell? Sobald der Tropfen auf den Stein aufkommt, zisch, ist er schon wuff, verdampft. Das geht ganz schnell. Also hoffentlich regnet es in dem Sinn dann morgen nicht. Quintessenz des Videos. Gehe in die Freude und tue das, was dir Freude macht. Ich habe jetzt es klingt so blöd, ja, aber durch unsere kleine Feier habe ich jetzt wieder zu meiner Stimme gefunden. Ich möchte jetzt wieder singen. Na, entschuldige bitte, ich weiß, das war eine Überforderung, aber schauen wir mal, ich möchte wieder ein bisschen mit der Stimme arbeiten, ich möchte wieder auch andere Musikinstrumente ausprobieren, auch wieder trommeln, das hat großen Spaß gemacht. Und das sind diese einfachen Dinge, das kostet nicht viel. Man kann trommeln auf einem Pappkarton. Den Pappkarton kann man, bitte nicht mit einem Wasserlack, sondern mit einem, wie heißt es nicht, diese Acryllacke, oder dass man das sozusagen, ja, das ist schon Tuberkulose, dass man das sozusagen ein bisschen härter macht, dann haben wir gute Resonanzmöglichkeiten. Oder ich glaube auch auf, da gibt es ja diese Sperrholzplatten, oder mehrlagige. Die haben auch eine relativ schöne Schwingung. Also das heißt, man kann sich Musikinstrumente, Trommeln zum Beispiel, selber basteln zum Nulltarif. Und das sind dann einzigartige Instrumente. Ja? Also das heißt, dass man wieder in die Kreativität geht, dass man wieder experimentiert, dass man wieder Versuche macht. Ja? Man kann in Afrika haben sie diese billigen Instrumente gemacht, mit verschiedenen langen Metallzungen haben sie einfach musiziert und das funktioniert. Und es geht um diese Kreativität, das heißt wieder zu sich selbst zurückfinden und vom Verbraucher wieder zum Menschen werden. Vom Verbraucher zum Menschen werden, wie der Wolferl damals gesungen hat, ein Mensch will ich bleiben. Ja? Und um das geht es. Bitte, 19.50 Uhr, heute ganz besonders wichtig. Warum? Weil wir jetzt, heute, ja, in der Nacht, ja, von heute auf morgen, gehen wir in den Vollmond hinein. Und je näher dem Vollmond, desto stärker die Kraft. Das heißt, wir können mit heute Abend, mit dem Visualisieren, ein Vielfaches bewirken. Also ganz, ganz wichtig, bitte heute, solange du kannst, in positiven Bildern bleiben, Energie schicken, Liebe schicken und das Allerwichtigste, bleib du in der Freude, gehe du in die Energie der Freude hinein und ich kann euch sagen, von den Horoskopen sehen wir jedes Mal, dass sich sozusagen der Abschied von unseren Freunden nähert. Sie wehren sich noch ein bisschen, sie ziehen sich noch ein bisschen, aber auch das wird dann zu Ende gehen. Gut, das Video geht jetzt auch zu Ende. Alles Liebe, einen großartigen Wochenbeginn und wie gesagt, wenn du morgen Zeit haben solltest, 15 Uhr, würde mich freuen. Endstation Rodaun, in dem Sinne, alles Liebe, dein Astrowolf. Und bitte zieht euch eine Wärmeschutzkleidung an. Es ist unerträglich, diese Hitze. Es ist unerträglich.